Es gibt keinen passenderen Ort, um sich mit Wolfgang Ullmann zu verabreden, als das Habichstadion. Auch wenn der Dresdner selbst nie aktiv Fußball gespielt hat. Warum das so ist und was das Ganze mit Schach zu tun hat, wird später verraten. Das Spiel hat mein Leben also ausgemacht. Ein paar Eckdaten. Wolfgang Ullmann wird 11-mal DDR-Meister. Ebenso oft nimmt er an der Schacholympiade teil. Das ist erstaunlich, denn die Brettspieler werden vom DDR-Turn- und Sportbund nicht gefördert. Ullmann und seinen Mitstreitern wird die Teilnahme sogar lange Zeit verwehrt. Rund 2000 Wettkampfpartien spielt der Weltenbummler, sitzt 10 Weltmeistern gegenüber, 5 kann er besiegen. Ich war in 34 Ländern und ich habe so ähnlich als 34 große Turniere in der Welt gewonnen. Seine große Leidenschaft entdeckt der Ur-Dresdner, Jahrgang 1935, kurz nach dem Krieg. Als kleiner Junge hatte Wolfgang Ullmann den Untergang seiner Heimatstadt erlebt und war in der Folge an Tuberkulose erkrankt. Ein Jahr wird er im Sanatorium verbringen, verschlingt dabei 2 Schachbücher, die ihm sein Vater schenkt. So entwickelt sich in der Zeit der Lungenepidemie Ullmanns Liebe zum königlichen Spiel. Auf dem Wege zur Weltmeisterschaft hieß das und die besten Kombinationen. Und das habe ich mir in Eigenregie also fast auswendig gelernt. Ne? Und als ich dann wieder auf die Menschen losgelassen wurde, dann kam, sah und siegte ich. Herr Ullmann, wir wissen, dass Sie mit 16 Jahren deutscher Jugendmeister, mit 19 deutscher Meister der Erwachsenen und mit 20 internationaler Turniersieg, mit 24 internationaler Großmeister geworden sind. Das ist also eine Karriere, eigentlich ein Wunschtraum sozusagen. Ja, selbstverständlich. Man kann eigentlich recht zufrieden damit sein. Auch privat darf sich der internationale Großmeister glücklich schätzen. Er heiratet seine Christine. Sie muss allerdings bis zur Wende stets daheim in Dresden bleiben, wenn Ehemann Wolfgang auf Reisen geht. Kurz vor der Hochzeit 1960 trifft er beim Turnier in Argentinien auf einen 17-jährigen Amerikaner. Es ist der spätere Weltmeister Bobby Fischer. Das war, man sagt, ein Wunderkind des Schachs. Ja. Ich habe 8-mal gegen Bobby Fischer gespielt. In Buenos Aires habe ich gewonnen. Dann habe ich 4-mal unentschieden gespielt und nur 3-mal verloren. Ullmann gewinnt in Buenos Aires, dazu der Sieg im englischen Hastings, beim ältesten Schachturnier der Welt. So beginnt seine erfolgreichste Zeit. Dresden Anfang der 60er, die Prager Straße, noch immer Brache. Fast 20 Jahre nach Kriegsende. Die Ullmanns, nun schon zu viert, sind auf der Suche nach einer größeren Wohnung. Und Wolfgang macht auch am Brett immer wieder neue Erfahrungen. In Havanna sitzen ihm in einer Turnierpause plötzlich Fidel Castro und Che Guevara gegenüber. Ja, Che war der Bessere, viel, viel besser. Ja. Der konnte ganz gut spielen, ja. Er war damals Industrieminister. Der hat in Havanna Libre, in dem Hotel, wo der große Spielsaal war, der war jeden Tag da und hat die Partien verfolgt. Da hat er alle Regierungsgeschäfte vergessen. Also das zeigt schon, wie lieb er dieses Spiel gehabt hat. Das Besondere am sozialistischen Schachprofi und Werbeträger der Stadt Dresden, Ullmann, darf nur die ganze Welt bereisen, weil er fast immer eingeladen wird. Ein Sekundant, auf diesem Niveau durchaus üblich, wird ihm jedoch verweigert. Was gäbe es nicht alles zu berichten aus diesem außergewöhnlichen Leben? 1970 gibt es für ihn den Ritterschlag. Beim 8-gegen-8-Duell der Russen gegen den Rest der Welt ist er für die Weltauswahl nominiert. Doch plötzlich darf er nicht nach Jugoslawien. Das war, sagen wir, zu einer Zeit bei uns in der DDR. Das waren also solche, ich darf das Wort sagen, Idioten. Die haben mir das verboten, dort teilzunehmen. Und das hat einen Aufruhr in den Medien in der ganzen Welt verursacht, bis da selbst die russische Zentralkomitee gekommen ist. Und dann wurde gefragt, darf der Ullmann denn nicht mehr gegen einen Russen Schach spielen? So landet Ullmann doch noch in Belgrad mit einer Sondermaschine und reichlich verspätet. Etwa zur gleichen Zeit zeigt der deutsche Fernsehfunk die vielleicht außergewöhnlichste Schachpartie des Dresdners im Dynamo-Stadion gegen Heinz-Florian Oertel.
Tag, Hördl. Oh, mein lieber Mann, wie ich die Sache überblicke, ist ja dann fast Feierabend schon. Ziemlich genau ein halbes Jahrhundert später sitzt er an gleicher Stelle und erzählt, wie er ein Hurrikan im Propellerflugzeug überstanden hat, sich mit einem tückischen Virus arrangieren musste, der ihm ein Auge lähmt, und auch die Krebserkrankung ist Geschichte. Und Corona? Die hässlichen Biester, die tun uns ja alle jetzt begleiten, dass wir also Gefangene in der Wohnung sind. Ne? Jetzt bin ich nun rüstiger Rentner. Mich interessiert nach wie vor das Schach stark. Ich habe einen Schüler, ich tue die ganze Literatur noch verfolgen. Aber es geht eigentlich noch. Also es ist alles so weit, dass man noch freudbetont ein bisschen das Leben genießen kann. Es scheint, als sei Wolfgang Ullmann gesegnet mit Gelassenheit. Nur beim Schach, da kennt er noch immer kein Pardon.